Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Diesmal immer noch in der Vorproduktion und wir starten einen Random Greed Mode. Und ich darf nicht vergessen, nebenbei noch ein bisschen Luft zu holen, denn sonst sieht das schlecht aus. Wer ist das? Ach, das ist sogar, warte mal, das ist doch hier Lilith, die wir freigeschaltet haben, ne? Holy sh... Ach, guck mal, sie hat... Oh, wie cool sieht der denn aus? Das ist hier Jackie Chan, sage ich jetzt einfach mal. Der auch seinen Arm hochhält, wenn er schießt. Wie cool ist der denn? Von der Seite sieht das eher aus, wie als würde er mit seinem Nippel schießen oder so. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt auch das Cursed... Ich nehme das hier auf jeden Fall mit. Das Cursed Eye und können gleichzeitig schießen. Hab mich schon überlegt, wie das funktioniert. Ich dachte nur, das Baby hat das Cursed Eye. Räusper. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal die erste Welle, ne? Leider habe ich kein Geld für einen Schlüssel oder so, aber wir haben einen Damage Up. Das ist immer sehr schön. Und wir sind eine bessere Version von Lilith. Und irgendwie sehen wir aus wie... Wie Eve so ein bisschen, aber halt nur ein bisschen anders. Versteht ihr? Wir sehen aus wie etwas, aber nur etwas ganz anders. Dieses Spiel spielt sich fast wie Skyrim, nur ein bisschen anders. So, pass auf, die machen wir jetzt fertig. Wir haben genug Kohle auf jeden Fall. Für den Item Room. Wow, mich hat das gerade irgendwie richtig irritiert, weil die haben gerade einen Sound gemacht. Irgendwie gerade... Wenn Counter-Strike, weißt du, wenn die Runde beginnt, dann sagt er, let's go oder ready oder sowas. So klang das gerade. Ich bin gerade sehr irritiert. Habe ich Counter-Strike nebenbei offen? Ich glaube nicht. Oh, wisst ihr was? Ich werde dann eine Mod machen. Also wenn Afterbirth Plus rauskommt, mache ich eine Mod, wo ich Skype-Sounds und alles mögliche einbaue. Aber die kommen ganz random immer. Oh nein. Okay, one makes you small, Bolts of Steel und Tears Down, geilo. Okay, jetzt habe ich gemerkt, wie gemein das hier ist. Was haben wir hier? Eve's Mascara? Ich glaube, ich nehme Eve's Mascara mit. Let's go. Shot Speed Down, Damage Up. Okay, ich hoffe, das war keine schlechte Idee mit unserem Tears Down. Aber ja, ich glaube, das war eine gute Idee, oder? Mit Skype Sound, Steam Sound. Das gibt's nicht. Ich habe die Fliege nicht gesehen. Delia oder Delia, keine Ahnung, wie du heißt. Delia. Was zum Teufel geht hier gerade ab? Wieso verkacken wir hier gerade? Ist das deine Schuld oder? Ich wollte hier rein. Ich wollte den Geheimraum finden. Schwöre. Denn jetzt kann ich endlich in aller Ruhe hier so rausgehen und, diesen beknackten Raum jetzt endlich mal clearen. Oh, das wird ja ein richtiger Pain in the Ass bei Greed. Oh Mann. So schwer habe ich mir das gar nicht gedacht, dass das so schwer sein wird mit ihr. Wir haben die Welle geschafft. Hey, haben wir gerade Welle 7 übersprungen? Wir waren noch gerade bei 6 und jetzt 8. What? Geht ab? So, die fliegenden Pokebälle töten. Let's go, wir machen auch direkt noch die Bosse. Ah, ihr seid das, okay. Sollte kein Problem sein. Oh! Okay, auf jeden Fall sieht Incubus... Nee, Succubus. Ja, Incubus. Incubus ist der, der schießt. Sehr eigenartig aus. Sieht er auch so aus, wenn wir ihn mit jemand anderes finden? Hat er dann auch so ein cooles Aussehen? Oder sieht er aus wie ein random Koop-Baby? Wie cool wäre das denn? Sag mir mal, wie cool das wäre. Schreibt mir jetzt in die Kommentare. Cool, jetzt wissen wir, wie viel Moregame-Köpfe würdet ihr geben? 1, 4 oder 12? Erzählt mal. So, den jetzt fertig machen. Sollte klappen, nehme ich überhaupt auf. Die Vorproduktion ist immer sehr mit Fehlern verbunden. Aber das wisst ihr ja. Und tschüss. Okay, den Devil Deal könnten wir auch noch machen. Ich glaube, das mache ich auch. Oh, ist nur hier so ein kleiner Larry. Ein langer Larry. Zwei lange Larrys, die jetzt zu 4 geworden sind gleich. Das ist auf jeden Fall nicht sehr schön, das Ganze hier. Let's go. So. Okay, Mr. Devil Deal, was hast du für uns? Auf jeden Fall böse Kisten, die ich eh nicht sprengen könnte. Das ist schon mal sehr gut. Gut, ich glaube, das ignoriere ich. Ich meine, ich könnte Gabis Collar, das Fliegen ist cool, alles ist cool, aber wir haben dann nur noch sehr wenig Leben und das wäre mir zu risky. So, hiervon will ich nichts mitnehmen. Wir gehen einfach mal weiter und schauen mal. Einen Schlüssel kaufe ich mir auch nicht, weil wir könnten ja auf der nächsten Ebene einen Schlüssel bekommen, kostenlos vielleicht. Und dann wäre das eine riesige Verschwendung. Wie zum Beispiel das Space... auf einem Loch gestartet. Das nehme ich mit, Mann. HP down, Evil up, let's go. Oh, ich glaube, ich brauche sogar das hier, ne? Ich glaube, ich gönne mir das. Und hier ist irgendwo ein Schlüssel gespawnt. Ah, hinter einem Schlüsseltor, ne? Das ist natürlich super. Holen wir uns das mal und gucken mal hier rein. Hallo. Auf Wiedersehen. Gut, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Und das hier ist...
Oh, ich glaube, ich heb das hier auf, damit wir es schon mal von der Liste streichen können, ne? So, auch wenn das Number One natürlich... Könnten wir schneller schießen, aber... Black Lotus ist auf jeden Fall sehr selten. In der Mod vielleicht nicht so selten, aber... Es ist schön, das von der Liste zu streichen. Streichen zu können. Glaubt mir. In Rebirth habe ich, glaube ich, auch sehr lange diesen Black Lotus gesucht, Mann. Ist nie aufgetaucht, genau wie diese 99 Münzen. Im alten Isaac wurde dir das hinterhergeworfen, das Item. Immer wieder hast du es gefunden. Du hast schon gedacht, nein, bitte mal was anderes. Du hast einen Schlüssel gekotzt. Okay, so schlimm war es jetzt nicht. So. Sehr gut, aber mir gefällt das, Mann. Wir kommen langsam immer mehr voran. Und wir werden auf jeden Fall auf der vorletzten Ebene genug Geld sammeln, damit wir auch alles spenden können, damit wir immer schön vorankommen. So. Ich versuche gerade irgendwie spontan im Kopf auszurechnen, wie oft ich denn den Greed Mode machen muss, wenn ich zum Beispiel in jedem Run 50 Münzen spende. 8. Und dann sind's auf jeden Fall so um 30. Weil wir nicht immer 50 spenden können. Let's go. Hallo, du. Hallo, du verrückter Typ. Genau, das ist der erste Boss. Nicht vergessen. Ranger wäre nicht schlecht. Denn die leidet gerade auch ziemlich. So. Oh mein Gott. Hey, Mr. Pipi-Mann. Ich muss immer an Osaf denken, wenn ich ihn sehe. Keine Ahnung, wieso. Immer schön aufhören zu schießen, wenn es kritisch wird. Weil du wirst ja nur weggepottet, wenn du gerade deinen Schuss auflädst. Ansonsten nicht. So. Auf Wiedersehen. Bam, bam, bam. Münzen aufheben und weiter geht's. Jetzt noch den Devil Deal oder den Angel Deal beschwören. Der Devil Deal kommt sehr selten irgendwie im Greed Mode. Ob mir das gefällt? Nein, nicht wirklich. Und da bin ich ehrlich zu euch. Oh Gott. So, erwischt. Hier ist natürlich rausgepottet zu werden, tut sehr weh. Aber ich glaube, wir haben beide erwischt, ne? Das war ein voller Erfolg, der Kampf. Außer, dass der irgendwie extrem viel aushält, obwohl ich ihn gerade sehr oft getroffen habe. Was zum Geier? Okay, wir haben's. Mr. Devil Deal, verdammt, ey. Nein, das will ich auch nicht haben. Lovers, the world, I don't know, I don't need that. Give me a little bit better items, please. Ich reroll mal. Aber nicht lange. Oh, das nehme ich mit. Den Rest behalten wir jetzt mal. Okay, let's go. Ja. Reiter! Schnell abhauen. Schnell ins Loch rein, bevor die Bomben dich treffen. Da sind wir nun in Chamber. Okay, erstmal alles abchecken hier. Magic Mushroom oder so. Ah, Piercing Shots hab ich noch nicht. Ne, wären auch ziemlich cool, ganz ehrlich. Ich glaube, ich nehme sogar Piercing Shots mit. Auch wenn meine Tränen wie Piercing Shots aussehen. Wieso sehen die so aus? Ich habe keinen Piercing Shots. Ich glaube, ich nehme... Ja, Damage ab. Ja, ja, klar. Aber ich nehme Piercing Shots. Cupid's Arrow. Let's go. Da ist wieder ein Schlüssel. Okay. Das nehme ich mit und Wirecode-Hänger. Sehr cool auf jeden Fall. Hiervon nehme ich mal die Box mit. So können wir immer wieder mal Spin spawnen. Und hier glupsche ich mal rein. Und beim Rausgehen mache ich aber das hier, sodass wir irgendwo hingeportet werden. Tun wir aber nicht. Wir wurden hier hingeportet, oder was? Im selben Raum? Puh. So viel Pech muss man jetzt mal haben. Ja, Piercing Shots sind abgefahren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So können wir ein paar Gegner mehr treffen mit nur einem Schuss, Mann. Denk mal drüber nach. So. Spinnspot aus der Box. Aus der unendlichen Spinnbox. Das ist natürlich, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr gerade eine Freundin gefunden habt, ne? Dann schenkt auf jeden Fall, schenkt ihr eine Box voller Spinnen. Junge, wird die sich freuen. Die wird sich so lange mit der Box beschäftigen dann, dass sie sich bei dir vielleicht über Jahre nicht mehr meldet. Ja. Okay. So. Okay. Deswegen mache ich Livestreams und YouTube und bin kein Beziehungsberater. Okay. Das nehmen wir alles mit. Wirecode-Tanger. Wow. Das hier wäre jetzt auch gut mit unseren Spinnen, ne? Boom. Jetzt sind das aber riesige Teile. Oh, Stars Energy. Auch nicht schlecht, Mann. Aber ob wir noch genug Geld zusammenkriegen, ich schätze irgendwie nicht. Ich schätze irgendwie nicht, Schätzelein. So. Also wenn jetzt wieder ein Devil Deal kommt, bezweifle ich irgendwie, dass es überhaupt einen Angel Deal geben kann hier im Greed Mode. So, wie viel Damage machen wir eigentlich? Komm schon, wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Give it to me, baby.
Und wir haben 18 Münzen, könnten das hier holen. Oder wir warten lieber mit dem Money und holen uns mal was Besseres. So. Ein bisschen Range-Up wäre nicht schlecht. Da gab es ja, glaube ich, sogar den Lippenstift oder... Upsi. Hi, da bin ich wieder. Mist. Das ist gar nicht gut, Mann. Schön aufpassen. Okay. Wie schnell kann ich denn schießen? Ah, ich kann mehr oder weniger schnell schießen. Okay. Vielleicht sollte ich meine Schüsse nicht immer ganz aufladen. Da steigt aber natürlich die Chance, dass ich weggeportet werde. Uah. Weg, 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 weg. Schön auf die Lebenszeile schielen. Okay. Hallo. Schon wieder der Devil Deal, ne? Es gibt hier keinen. Es gibt's einfach nicht. Es gibt hier keinen Angel Deal. Nein, gibt's einfach nicht. Oder wegen diesen Evil Up, ne? Hm. Okay. Und auf geht's. Die Batterie brauche ich nicht. Lass uns lieber das Geld sparen für etwas, was wir brauchen. So, ich hoffe, wir finden jetzt hier unten einen Schlüssel, sodass ich mein Geld nicht ausgeben. Was ist das denn? Ich überlege mir, ob ich den Magneten mitnehme. Lass uns mal hier erstmal reinschauen. Mit dem Magneten kommen nur... Nee, kommt alles an, ne? Warte mal, erstmal spielen wir an ihm. Oh, verdammt, habe ich jetzt einmal verpasst, an ihm zu spielen? Ach, komm schon, spawn. Spawn mir ein Item, bitte. Da schnappen wir uns halt den Schlüssel, Black Candle, was wir letztens freigeschaltet haben. Mein Gott, wir bekommen nur Tier-Sub-Sachen, aber keine Damage. Okay, ein paar Damage-Up-Items habe ich ignoriert. Komm, nehmen wir dich mal mit. Jetzt schießen die beide auch. Ach, da schießen nur normale Tränen. Wie langweilig bist du denn, ey? Okay, ich glaube, ich nehme den Magneten mit. Oh, ich hätte mir... Ach, stimmt ja, ich Idiot. Ich hätte den Magneten mitnehmen sollen und dann testen sollen, ob das funktioniert. Geht's? Ja, na klar geht das. Okay. Haben wir hier vielleicht einen Steam Sale oder sowas? Oder ich reroll einfach mal hier so. Ja, 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 ja. Let's go! Chaos. Du kommst aber schon relativ spät, muss ich dir schon sagen. Komm, wir nehmen das mit. Und spielen wir nochmal an ihm. Yes, wir haben... Okay, Gabi... Tummy's Paw. Aber ob ich das wirklich brauche, ist die Frage, ne? Ah, dann bleibe ich lieber bei meiner Box. Okay, let's go. Clearen wir erstmal diese Ebene hier. Holy shit. So. Wunderbar, wunderbar. Chaos können wir holen, aber dann haben wir kein Geld mehr für die restlichen Sachen, die uns Chaos bescheren kann. Und ich glaube, es kommt nur noch eine Ebene, Sheol, und dann eine Ebene ohne Itemraum, ne? So. Ja, nach dem anderen. Holy shit. Die machen diese Counter-Strike-Geräusche. So. Auf jeden Fall war das gerade ein ziemlicher Brainfuck. Als ich das Counter-Strike-Geräusch gehört habe. Ich wollte nämlich schon losrennen, auf Mirage auf B gehen. Dann habe ich gemerkt, oh, ist Isaac. Okay. Ja, damit Bumbo haben wir auch nicht mehr. Ist auch so ein Nachteil, wenn du vorproduzierst, weißt du. Dann mischen sich alle Runs miteinander. Und der letzte Run hatte Bumbo in sich. Oi, 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 oi. Da wollte ich meine Stirn kratzen, denn es hat sehr gejuckt. Und es war mein Todesurteil. So. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Dem Damage kannst du ja niemanden antun, Mann. Das ist ja totaler Bullshit, komm, Chaos. Oh. Das ist wiederum sehr geil, ehrlich gesagt. Ah, kein Geld bekommen. Das hier ist gut, wenn wir hier zweimal unser Space-Item einsetzen können. Das ist schon ziemlich cool. So, wir machen erstmal die hier kaputt, damit die Spinnen sich konzentrieren können auf den Boss. Mehr oder weniger machen wir die kaputt. Let's go, Mr. und Mrs. Spinny. Ja, wenn wir schon kein Damage nehmen, dann arbeite ich halt mit den Sachen, die ich da habe. Wobei wir ziemlich viel Damage gemacht haben. Nice, nice. Was ist das? Okay, Mr. Fred in der Ecke da. Auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. So eckig habe ich dich noch nie besiegt. Oh, shit. Muss ich jetzt beide nochmal machen? Oh, mein Gott. Ich nehme das hier mit. Und ich glaube, ich nehme eins noch hiervon mit, einfach zur Sicherheit. Ey, tut mir leid. Das ist eine Katastrophe. Komm schon, wir müssen den Boss besiegen. Ach, er bleibt nur hier. Okay. Das ist interessant. Sehr interessant. Komm schon, mach den fertig. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was mich da gerade getroffen hat und mich rausgepottet hat. Ja. Die rote Flüssigkeit habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Oh, Mr. Fred sagt bye bye.
Okay, ich überlege gerade, war Mr. Fred eigentlich schon... Ist er erst seit Rebirth aufgetaucht oder war er schon vorher da? Ne, ich glaube seit Rebirth, ne? Oder erst seit Afterbirth? Nö, nö. Jetzt haben wir auf jeden Fall zweimal Mr. Fred und ganz viele Spinnen. Let's go! Spinnen machen ja das 2,5-fache an Damage. Was nicht nichts Schlechtes, möchte ich sagen. Was gar nicht schlecht ist. Nice! Okay. Sehr gut. Immer schön konzentrieren. Ich möchte jetzt nicht weggebottet werden, weil das ist echt für den Arsch hier, das Ganze nochmal zu machen. So, let's go. Jetzt noch die Nonnenhaube haben und irgendwie ganz viele Herzen spawnen können. Dann könnte ich ganz oft meine Box einsetzen. Stored Energy, okay, das wäre ziemlich cool jetzt. Aber wer hätte gedacht, dass ich die blöde Autobatterie finden werde? So. Wow. Diese Devil Deals, die dir HP-Upgrades geben für ein HP... Also für ein HP-Down. Das sind die bestesten. Ist keine böse Kiste, ausnahmsweise mal. Mit bösen Pillen. Pretty Fly. Speed Down. Ist okay, verkraft ich. Gut, dann lassen wir ganz schnell in die nächste Ebene. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Okay, folgendes. Wir sind jetzt eine Ebene davor. Hier ist noch ein Itemraum und alles Mögliche. Danach wird es ein bisschen kritisch. Gabi Spawn, nehme ich mit, Mann. Das Leben. Tami's Head. Nehme ich mit, Mann. Einfach, weil ich hoffe, dass wir... Keine Ahnung. eine Tami-Transformation bekommen. Genau, das wollte ich sagen. Und nochmal Gabi's... Nee, warte mal. Tami's... Gabi Spawn hatten wir. Yo, jetzt komme ich durcheinander. Ja, könnte man machen. Muss aber nicht. Gabi werden würde aber schon so ein bisschen helfen. So ganz bisschen, so ein Ticken. Okay, let's go, Mann. Klären wir mal die Ebene. Aber ich hätte gerne sowas wie Sacred Heart oder sowas. Das wäre cool mit Goathead. Goathead, meine, oh mein Gott. Unsichtbare Gegner, ne? Gegner, die unsichtbar werden und dann auch noch mit Cursed Eye. Ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, ganz ehrlich. Ich denke drüber nach, mir fällt nichts ein. Kappa. Oh Gott, sag mal, die kommen da oben. Au, er hat mich was erwischt. Okay, ich höre nicht mehr rumbrüllen. Das heißt, die sind weg. Alter Schwebowski. Alter, ist gar nicht mal so leicht, Mann. Ist gar nicht mal so leicht. Huiuiui. Die spawnen gleich noch mehr. Weg mit denen. Sehr schön. Haben wir uns nochmal ordentlich gerettet. Sheol, auf jeden Fall ein Ort für... Für Leute, die wissen, was sie wollen. Was mache ich dann hier? Okay, das sind Bösewichte. Einfach mal reinschießen und hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Einfach auf das Gefühl achten, Mann. Auf das Gefühl. Ein kleiner Miniboss. Einer der Todsünden nach zwei Todsünden. Klar. Wieso nicht? Dein Feuer. Gott. Der ist sowas von ich, ey. Und auf Wiedersehen. So, können wir uns da jetzt was... Ich glaube, ich kaufe mir Gabi's Head. Oh, Hall of Babylon natürlich. Das ist sehr geil. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie Münzen. Lass versuchen, ne? Nicht direkt aufgeben. Hall of Babylon wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Let's go. Wir spawnen ja hier noch ein bisschen Money. Ah, ob das reicht? Ich weiß nicht. Lass mal schauen, ob das reicht oder nicht. Sehr gut. Ah, da konnte er sich nicht an seinen Gegnern orientieren. Weil ich sie zerstört habe. Und auf Wiedersehen. Ach ja, das sind ja die normalen Bosse. Stimmt ja. Der Devil Deal kommt ja danach. Oder Angel Deal. Mal schauen, was wir dort bekommen. So. Okidoki. Ja, jetzt den Devil Deal. Ach, dich kennen wir doch schon. Oder ist unten noch einer gespawnt? Okay. Das ist ein Problem. Aber jetzt ist nur noch er da. Ein kugelrundes Problem. Ich kenne mich damit aus, Mann. Ich kenne mich damit aus. Ich fühle mit dir, Mann. Guck mal, da wollte er sich selber schlank machen. Deswegen hat er sich den Kopf abgetrennt und alle Innereien rausgeholt oder sowas. Ich weiß nicht, was das für eine Art Diät war, aber hey. Oh, Book of Belial. Oh. Ich heb's einmal auf. You unlocked Forgotten Hall. Oh, guck mal. Das ist gut, dass ich es aufgehoben habe. Und jetzt gehen wir mal weiter und schnappen uns auf Babylon.
Ah, das Schild ist auch schön. Ach, so viele schöne Sachen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf Babylon. Das steht hier sehr gut, Mann, das Optische. So, The Shop. Was haben wir hier? Bullshit haben wir hier. Ziemlich viel Bullshit. Keine Bomben. Was ist da drin? Schlafen wir mal, bekommen wir ein paar blaue Herzchen dazu. Das ist doch immerhin etwas, ja? Wie viele eigentlich? Zwei? Drei? Oh, genug. Mehr als genug. Okay, dann lass uns jetzt mal Welle für Welle klären. Lustige kleine Fliegen. So. Danke. Jede Münze ist auf jeden Fall viel wert, Leute. Ich bedanke mich für jede. Die Spinnen werden mir auch gar nichts bringen, ne? Oh mein Gott. Aber der Geheimraum. Wieso kommst du jetzt erst, du blödes Trinket? Damit, das sorgt dafür, dass wir... hier, guck mal, ich nehme das jetzt mit. Schiebe aber die gesamte Kiste jetzt mal ganz kurz auf die andere Seite, damit wir keine Bombe verschwinden. Okay. Verstehst du, ja? Verstehst du? So, jetzt die Frage, jetzt stelle ich unten oder oben hin? So, zacki zack. Ich glaube, ich mache unten. Ja, ja. So, und jetzt macht Bombe folgendes. Macht auch Steine. Geld. Let's go. Und wir sind Gappi. So sieht's aus, Mann. Jetzt können wir auch hier rüberfliegen. Sehr schön. Okay, eine Hoffnung schimmer. Wir sind Gappi. Hihihi. das spreng ich mal für Money. Und vielleicht hole ich mir... Ich will irgendwie mir das hier holen, aber ich glaube, das wird ein großer Fehler. Wir behalten lieber das Geld, damit wir auch etwas spendieren können, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Dürfen wir nicht vergessen. Sehr gut. Ja, die ganzen Spinnen zusammen mit Hive Mind auch noch. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ja... Das ist sehr schön, Mann. Da habe ich vorgesorgt. Ich habe alles berechnet und wusste, dass du was hier passieren wird. Let's go. Ein paar Engel, die mich aufhalten wollen, was? Den Teufel persönlich. Kein Problem für mich. Ach, ein kleiner Mini-Greed, ja. Aber wenn du größer bist als der Durchschnitt, habe ich schon größere als dich bekämpft. So. Die Fliegen regeln. Ich würde gerne wissen, wie viel mehr Schaden die Fliegen machen mit Hive Mind. Machen sie dann das... Also Fliegen machen das Doppelte. Machen sie das Vierfache oder was? Oh, hey, Krampus. Kohle? Kohle. Sehr schön, danke dir. Gut, dann war es das jetzt. Hier lassen wir alles liegen, behalten das Geld, um es zu spendieren und auf geht's. Machen wir mal ganz kurz als kleine süße Hallöchen. Machen wir mal als kleine süße Katze eben kurz Greed fertig, ja? Okay. Oh, ich habe hier The World. Huh? So, warte mal. Lass mal weitergehen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Geld brauchen wir. Kann leider nicht mehr kaufen. Muss alles ausgeben. The World. Oh, da geht's lang. Hallöchen. Ja, die können wir auch sprengen. Für ein bisschen Money. Hier, zack. Ah, die geben uns natürlich nichts. Super, 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 super. Okay, let's go. Gott, Greed, wir so auf die Schnauze bekommen. Aber sowas von auf die Schnauze bekommen. Ich hab's mir epischer vorgestellt, aber hey. Vor allem darf ich jetzt nicht getroffen werden, weil sonst werde ich rausgeportet, was nicht cool ist, Mann. So. Ich müsste gleich auch aufhören zu schießen. Ja, weg mit diesen blöden Schlüsseln. Jetzt kämpf alleine, so wie ich es nicht tue. Ich feige Sau, so. Kommt her, fliegen. Uiuiui. Vielleicht lasse ich das auch eben einmal ganz kurz. Weißt du, seine Damage Reduction lasse ich einmal ganz kurz wegfallen. Die Fliegen kümmern sich um die. Okay, und jetzt können wir angreifen. Jetzt können wir angreifen. Oh, vor allem kommt jetzt seine... Jetzt kommt seine Armee. Scheiße. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Aber guckt euch mal meine Moves an. Geschmeidig wie eine Katze. Und immer wenn ich zur Tür gehe, habe ich das Gefühl, dass da irgendwie Moms Hand gleich zuschlägt. Oh mein Gott. Bloß nicht wegporten jetzt. Gefährlich. Das ist wie Lost, Mann. Du darfst jetzt nicht getroffen werden. Die Münze nehme ich gerne mit. Nicht getroffen werden. Auch nicht von dieser Scheiße hier.
full concentration, my friends. Oioioi. Oioioi. Oi, fucky. Das nimmt mir natürlich ein paar Münzen weg. 42, die Antwort auf alles. Einfach mal nicht schießen, einfach stehen bleiben. Und das passieren lassen. Ah, schon wieder deine dämlichen Kollegen. Die mir voll auf den Sack gehen. Okay. Sehr gut. Und auf Wiedersehen. Das war eine schwere Geburt, Mann. Das war eine schwere Geburt. Und jetzt haben wir die Box of Friends. Super. Und erreichen wir die 100. Bitte, 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 bitte. Das hat mich sehr geärgert, weil ich dachte, dass da links sagt dir, wie viel Prozenten du Chance hast, dass der Automat kaputt geht. Und wir waren bei 0 und der Automat blieb stehen. Aber ich glaube, das erhöht einfach nur noch. Der Automat kann jetzt kaputt gehen, aber die Erhöhung wurde um 0% erhöht. Verstehst du? So, bei 119 ist er ja stehen geblieben ganz am Anfang. Everything is terrible. Oh no. 119, komm schon, gib mir die 119. Nein, kurz davor. Ah, was für eine gemeine Scheiße. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harley.